Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin Lea und das ist wieder eine Folge Stickjunkies Update. Heute habe ich super viele Projekte zu zeigen und ich habe 3 Gecko Rouge Kits und meine Kamera spinnt schon wieder. Dann möchte ich euch meine Challenges für das nächste Jahr vorstellen, an denen ich teilnehmen möchte. Und ich erzähle euch ein bisschen was über die epische Jahresendesfolge, die ich in Planung habe mit ganz viel Aufwand. Auf jeden Fall lege ich jetzt gleich los. Wie ihr in der letzten Folge ja gesehen habt, habe ich eine Challenge für das Ende des Jahres gestartet. Das Stitch Finale 2020, wo ich an jedem Projekt, das ich besitze, für 5 oder 6 Stunden, ich habe es jetzt erweitert auf 6 Stunden, arbeiten möchte, um einfach jedes Projekt mal in der Hand gehabt zu haben. Ich habe manche ein bisschen vernachlässigt in der letzten Zeit. Puh, das waren meine Garnkarten. Und da habe ich jetzt die ersten 5 von insgesamt 12 beziehungsweise 11 Projekten schon geschafft im November. Ich hole jetzt mal kurz meine Karten wieder. So. Als erstes habe ich an Gamer gearbeitet. Fangen wir mal mit meiner Final-Challenge an. Und zwar wollte ich euch noch mal kurz meine Garnkarten zeigen. Da hat nämlich jemand... Ich habe das Video von The Stitchy Reader geguckt und sie hatte sich gefragt, wie sie ihre Projekte organisieren kann. Und da werde ich bald auch noch ein Video dazu machen, wie ich meine Garnkarten mache. Das ist jetzt so ein bisschen die elaborierte Version. Aber an sich ist es einfach Scrapbook-Papier. Ich habe mir einen 1 cm Locher gekauft, der so einzelne Löcher ausstanzt und Tesafilm drüber gemacht, damit die nicht so leicht ausreißen, vor allem bei langen Projekten. Dann hat man ein bisschen Schutz. Ihr seht es jetzt hier an der Reflexion, dass da noch so Tape drüber ist. Und das ist meine Lieblingsgarnorganisation, weil man sieht einfach viele Farben auf einmal. Und ich habe das dann einfach so neben mir beim Sticken, auf dem Sofa sticke ich meistens neben mir einfach liegen. Und wenn ich dann eine neue Farbe brauche, kann ich dann einfach so, ich blätter die dann so durch, was ich gerade brauche. Die sind dann sortiert nach Zahlen und kann mir dann hier einfach mit einer Nadel einen Faden einfach rausziehen und den mit dem Sticken. Und wenn ich fertig bin, da habe ich mir jetzt noch so Pins dran geklebt. Da zeige ich euch mein Tutorial dazu. Das ist von hinten praktisch so eine Reihe. Habe ich mit Moosgummi mit dünnen verstärkt und einfach so kleine Pins hier ausgeschnitten. Vorne mit Papier, Karton und hinten eben mit diesem Moosgummi und das dann hinter die Karte geklebt. Und da kann ich dann hier ganz einfach das Ding hier so auffädeln. Das ist wie so ein Parkour-Organizer, nur selbst gemacht. Und kann das Garn super schnell auch wieder zurück machen. Das hilft mir total dabei, schnell meine Farbe zu finden. Und ich habe eben alles sofort auf einen Blick da. Das dazu, das wollte ich jetzt nur noch mal kurz zeigen. Für die englische Version vor allem, damit ich ihr das zeigen kann, wie ich das gemacht habe. Sie wollte das nämlich mal ausprobieren. So, also Nummer 1. Ich habe an Gamer gearbeitet, eurem Allzeitliebling. Soweit bin ich gekommen. Ich habe dieses Mal auch mal alles auf Instagram hochgeladen, alle meine Fortschritte. So viel bearbeiten will, aber vielleicht zeige ich euch vorher und nachher Bilder. Ich bin mir noch nicht so sicher. Jedenfalls habe ich hier eine Weile dran gearbeitet und hier eben diese Vierecke hier eine Runde fertig gemacht und hier oben hatte ich ja die halben Kreuze ausprobiert, ob man da einen Unterschied sieht, wenn ich das mische mit vollen Kreuzen und halben Kreuzen und es sieht mir zu unordentlich aus im Vergleich. Deshalb werde ich das hier oben wieder auftrennen und das ganze Stück hier muss ich auftrennen und langsam wieder auffüllen mit ganzen Kreuzen. Das ist 25 Count und ich arbeite mit einem Garn auf einem Viereck. Das werde ich auch immer wieder nachgefragt. Das ist dann 1x1, also sagt man so im Jargon, ein Faden über einem Viereck.
wird dann gestickt. Wenn ich zwei Fäden nehme, würde es zweimal eins sein, also zwei Fäden über einem Gewebefaden praktisch. Das hier möchte ich, das ist mein Ziel für nächstes Jahr, ich möchte 50% schaffen. Ich bin jetzt bei 25, bei ein bisschen über 20%, glaube ich. Das ist mein großes Ziel für nächstes Jahr. Dann kommt das zweite Projekt von meiner Challenge war das Zelda. Da habe ich ganz lange nicht dran gearbeitet und mir haben auch immer noch Farben gefehlt. Die habe ich jetzt aber alle nachbestellt aus China mit CXC-Garn. Und ich fülle jetzt hier oben die Seiten auf. Das hier ist so bis hier unten. Nee, bis hier ist eine Seite auf dem Muster. Ich kann euch das Muster leider nicht mehr geben. Ich habe die PDF nicht zur Verfügung von dem Original. Ich habe nur eine editierte von einer Freundin und die kann ich leider nicht weitergeben. Und ich finde es leider auch nicht. Ihr könnt aber auf Etsy schauen. Es gibt eine kleinere Version von diesem Bild auf Etsy zu kaufen. Und das ist die Seite, an der ich gearbeitet habe. Ich habe jetzt hier das hier so ein bisschen übersprungen, weil hier ist ganz viel Stickerei, die mir nicht mehr so gefällt. Ich habe das vor fünf Jahren habe ich das angefangen und hatte keinen Stickrahmen. Und da ist die Spannung manchmal ein bisschen zu locker, weil ich es in der Hand gestickt habe und beziehungsweise lange nicht mehr gestickt hatte damals. Deswegen trenne ich hier das Gelb zum Beispiel teilweise auf und das Schwarz, weil es mir einfach zu lose ist und weil es irgendwie frustrierend ist, habe ich jetzt hier eine neue Seite angefangen und das ist jetzt so mein aktueller Arbeitsbereich. Und hier habe ich dann auch noch aufgefüllt, weil mir hatte das Pink gefehlt. Da fülle ich jetzt nach und nach auf. Und ich muss auch immer wieder Sachen auftrennen, weil mir das Stichbild einfach nicht gut gefällt. Das ist nun mal so, wenn ich dann so nah da dran sitze und dann so lockere, unregelmäßige Stiche sehe, dann stört mich das. Damit kann ich einfach nicht leben. Das muss dann eben nochmal neu aufgemacht werden. Aber soweit bin ich damit und ich habe jetzt echt meine Freude wieder daran gefunden und werde aktiv nächstes Jahr auch da weiter dran arbeiten. Das ist ein richtig großes Bild mit 500 Kreuzen in der Länge. Also ja, sehr groß. Ich habe ja unten am unteren Ende, das seht ihr in meinen Updates ja auch immer, auch schon dran gearbeitet. Damit bin ich aber soweit zufrieden und ich fülle jetzt von oben her das Bild dann auf. Das war Nummer 2. Dann kommt Nummer 3. Mein Heaven and Earth Mini. Das nennt sich Witching Hour und ist leider inzwischen nicht mehr verfügbar. Deswegen gucke ich jetzt auch mal, dass ich bald beim nächsten Heaven and Earth Sale mir mal so meine Lieblingsmuster noch bestelle. Da ja doch ab und zu dann mal was aus dem Sortiment gekommen ist. Die Künstlerin hieß, ich weiß ihren Vornamen nicht mehr, aber irgendwas mit Baker. Und das ist eben dieser Kürbis, den ich da angefangen habe mit halben Kreuzen und ich habe hier sehr viel dran gearbeitet. Ich muss aber sagen, also das ist ja so ein günstiger China 28 Count Stoff, den ich mir da mal bestellt habe, um das auszuprobieren. Der ist aber sehr steif. Also der ist wie, als hätte man irgendwie Wandfarbe drüber geleert und der Stoff ist ein Brett. Aber es ist an sich kein Problem. Nur hier in dem Bereich, wo jetzt sehr viel Konfetti ist, dadurch, dass es ein Mini ist, und das werde ich mir für die Zukunft merken, ist es besser, mit ganzen Kreuzen zu sticken, weil wenn viel Konfetti wird es dick. Also, weil man mit zwei Fäden stickt und man muss die auch immer wieder vernähen und dann wird es alles sehr schwierig, die Nadel durchzustecken und bei Minis ist es ja nochmal mehr ein Problem. Da braucht man einfach noch mehr Konfetti, um ein realistisches Bild hinzubekommen, weil man weniger Fläche hat. Das heißt, in Zukunft werde ich darauf achten, mit halben Kreuzen eher Bilder zu sticken, die größere Farbflächen haben und nicht ganz so viel Konfetti wie dieses. Mir graut es schon ein bisschen davor, aber ich bin jetzt auch schon so weit mit diesem Bild, dass ich einfach nicht nochmal von vorne anfangen möchte. Es geht. Also ich kann euch jetzt mal meine... Also so weit bin ich. Und hier diese Eule, finde ich, kommt richtig toll raus hier oben.
Und jetzt zeige ich euch mal eben die Rückseite. Ihr seht auch an diesen ganzen geparkten Fäden, wie viele, viele verschiedene Farben hier drin sind in so einem kleinen Bereich. Da ist wirklich jede Farbe nur ein, zwei Stiche und dann war es das wieder. Das ist jetzt meine Rückseite. Und da ist es eben hier ziemlich knubbelig. Da ist es schon echt, da muss ich wirklich mit Gewalt meine Nadel durchstecken. Aber gut, wieder was gelernt. Dafür habe ich mir auch das war ursprünglich der Gedanke, ein kleines Bild auszusuchen, da man da jetzt nicht so ein 10-Jahres-Projekt hat, wenn man dann merkt, ah, das ist jetzt doch nicht ganz so großartig. Aber es ist natürlich immer noch toll, gerade im Hintergrund geht es einfach sehr, sehr, sehr schnell voran. Mit diesen halben Kreuzen ist man einfach schneller, wenn man Flächen hat. Das dazu. Da habe ich mir jetzt andere Garnkarten gemacht. Das Papier ist leider etwas dünn dafür, aber es ist noch okay. Das ist auch so Scrapbooking-Papier und das hier sind ganz normale Löcher. Und ich habe mir hier einfach so ausgedruckt mit so Stickerpapier die Zahl und das Symbol ausgedruckt, also die Farbnummer. Und das sind eben die ganzen Farben, die ich hierfür brauche. Wenn ich Farben habe, von denen ich sehr, sehr viel brauche, habe ich die einfach in ein kleines Tütchen gepackt, damit ich hier auf dieser Garnkarte nicht super viel Garn auf einmal haben muss, da die Löcher ja doch recht klein sind. Und ich mache das ja mit allen Garnen inzwischen so, dass ich also hier schon ein bisschen arg viel drauf. Ich versuche nicht so viel gleichzeitig auf meiner Garnkarte zu haben. Wenn man daran Jahre arbeitet, wird das Garn hier doch beansprucht, ich es immer wieder rausholen und durchblättern und man hat es halt viel in der Hand, dann wird es halt doch ein bisschen staubig und fusselig manchmal. Das ist hier jetzt noch nicht so, ich arbeite da noch nicht so lang dran. Aber nur vielleicht als Tipp, wenn ihr auch so Garnkarten nehmt, ich tue die anderen, das restliche Garn einfach in ein kleines Zipptütchen und in meine Projekttasche rein. Und dann, wenn hier meine Karte leer ist, fülle ich das einfach wieder auf und mache so drei Längen oder so dann hier dran. Damit kommt man dann eine Weile wieder durch. Das ist Projekt Nummer 3 gewesen. Dann habe ich als nächstes Projekt Nummer 4 und zwar ist das mein Mirabilia, die Cathedral Woods Goddess. Hier habe ich sehr viel Fortschritte gemacht, finde ich, im Vergleich zum letzten Mal. Vielleicht editiere ich jetzt doch mal hier so ein bisschen noch rein, wie das auch am Ende aussieht. Da habe ich jetzt hier dieses Stück gestickt. Ich habe 6 Stunden daran gearbeitet, habe das hier aufgefüllt, ein bisschen mit Metallic und das Blatt habe ich gestickt. Und dann ist mir doch aufgefallen, ich habe ja die Garne von Kreinig in Petite Treasure Braid umgewandelt, weil ich damit viel lieber sticke. Das Garn desintegriert nicht ganz so schnell und verfriemelt nicht ganz so schnell wie Kreinig oder geschweige denn DMC. DMC ist ja so das Schlimmste, was man machen kann. Aber es ist ein sehr silbernes Gold und es soll eigentlich ein helleres Gold sein und diese Schattierungen von diesen Blättern, die hier hängen, darstellen. Und ich finde, der Kontrast ist zu groß, dass es nicht mehr aussieht wie einfach nur eine hellere Schattierung von Gold, sondern es ist einfach sehr silbrig. Bedeutet, ich muss leider das hier alles auftrennen nochmal und neu sticken. Ich hoffe, ich kann das Garn wiederverwenden für ein anderes Projekt. Aber so gefällt es mir einfach nicht. Dafür ist es mir dann zu schade. Wenn mich Sachen stören, ändere ich sie in einem Projekt und werde mir ein dunkleres Gold als dieses silbrige holen, nochmal in Petite Treasure Braid und das dann ändern. Und ich dachte mir dann so, oh, ich bin ja schon fast unten mit dem Kleid, jetzt habe ich es ja fast geschafft und jetzt muss ich mir den gucken. Dann ist mir aufgefallen, das Blatt ist hier oben. Das heißt, ich bin mit dem Kleid erst hier. Also habe ich noch ordentlich was aufzufüllen hier unten.
Diese Mirabilias sind wirklich sehr intensiv, was die Menge an Stichen angeht, finde ich zumindest. Im Vergleich zu dem, was man erwarten würde, wenn man das jetzt so auf den ersten Blick sieht, sieht es ja doch recht zierlich aus. Aber da steckt ganz schön was drin. Macht aber immer noch viel, viel Spaß. Ich werde es mir jetzt erstmal wahrscheinlich pausieren, bis ich jetzt die richtige Garnfarbe gefunden habe. Und ich finde es schön, jetzt hier sieht man doch, dass der Stoff gefärbt ist. Manchmal, wenn ich ihn auf dem Q-Snap habe, denke ich, ach, da hätte ich mir auch einfach weiß kaufen können. Aber jetzt hier sieht man doch so die Färbung von Blau und so ein bisschen so ein braun Aprikot oder so ist das hier. Ja. Das ist das. Mein Mirabilia. Ich hoffe, das wird auch mal fertig. Die würde ich wirklich gerne mal an die Wand hängen. Und als letztes ein sehr viel nachgefragtes Projekt. Wir kommen ganz schön schnell durch heute. Da haben so viele immer mal wieder nachgefragt, was macht eigentlich dein Chatelaine, ne? Und ich habe es ja auch echt, ich weiß gar nicht, wenn man das letzte Mal war, dass ich dran gearbeitet habe. Es ist schon eine ganze Weile her. Ich wollte mich immer noch damit auseinandersetzen, welche Farben ich jetzt benutze. Und ja, dann hatte ich irgendwie keine Lust drauf. Es ist ja doch, dass die Schwierigkeit an diesem Projekt ist nicht das Sticken an sich, sondern ich habe ja viel umgewandelt, weil ich nicht alles in Seidengarn machen wollte. Und bei mir ist es meistens so, wenn ich mich dann intensiv mit etwas auseinandersetze, möchte ich dann vielleicht auch eine Farbe ändern oder ich kriege kein gutes Äquivalent für ein teures Seidengarn in die Finger. Und dann ändert sich so ein bisschen das Farbschema des ganzen Projektes. Deswegen, also ich habe jetzt zum Beispiel diesen Rahmen hier ausgetauscht und auch das hier, das ist ein X2 Design Dewberry, das ganz gut gepasst hat. Ich muss jetzt nur echt mal gucken, wie ich das hier mit dem Licht mache, damit ihr das richtig seht. Sorry fürs Rumfuchteln. Das Zentrum ist jetzt fertig, bis auf die Perlen. Hier oben kommen noch so Perlen drauf. Das sollen eigentlich Swarovskis sein, aber mal gucken, ob ich auch Swarovskis mir jetzt dafür extra kaufe. Ansonsten, ich habe hier die Umrandungsstiche gemacht von diesem Bogen, Torbogen. Und diese Herringbone Stitches, die waren echt super einfach. Die Anleitung könnt ihr einfach die bekommt ihr im Stickmuster mit und es ist wirklich, diese Spezialstiche sind wirklich einfach und schnell zu lernen und alles andere ist Kreuzstich. Also hier die Blumen, in den Blumenmitten sind noch Spezialstiche, die habe ich euch in meinem ersten Video zum Chatelaine gezeigt. Die gleichen werden jetzt hier nochmal kommen, in diesen Blüten. Aber ansonsten ist das einfach Kreuzstich. Also es ist echt nicht so kompliziert. Es ist für mich nur kompliziert gewesen, die Farben alle auszutauschen. Weil sonst hätte mich das, glaube ich, $300 oder 300 Euro gekostet. Ich habe jetzt bestimmt 50 bis 100 Euro gespart durch meine Umwandlung. Aber ich saß bestimmt auch 20 Stunden oder so dran, nur in der Umwandlung. Aber ich bin auch ein komischer Perfektionist. Also ich überdenke das meiste. Ah, mach ich's nicht doch. Ah, mach ich's doch so. Ah, vielleicht anders. Und naja, jedenfalls hier unten, was noch cool ist, das hier sind die NPI-Seiden. Die habe ich mir von 123 Stitch aus den USA kommen lassen, weil die wirklich leuchten. Es sieht, wenn ihr die in Person seht, sieht es aus, als würden sie von sich selbst leuchten. Ich habe noch nie so krass extrem leuchtendes Garn gesehen. Und das hat Martina auch geschrieben bei ihrer, sie gibt ja auch DMC-Farben vor, die man nehmen kann anstelle der vorgegebenen Garne. Und sie meinte dann, das Blau ist wirklich schwer zu ersetzen, weil es gibt praktisch kein Garn, was so schön leuchtet wie diese Seiden. Und da muss ich ihr wirklich zustimmen. Ich hatte mir ja dann mal testweise eine Docke gekauft in Blau und die mal neben die DMC-Nummer, also neben das DMC-Äquivalent gehalten. Und der Unterschied war riesengroß. Deshalb, und die sind wirklich, versticken sich richtig, richtig toll. Also jetzt nur für diese, das sind glaube ich 5 verschiedene Blautöne, habe ich jetzt 25 Euro, glaube ich, bezahlt für die Docken, die ich brauche. Das sind so 5 bis 6 Dollar pro Docke. Genau.
Soweit bin ich. Dann habe ich hier noch ein bisschen angefangen, das auszufüllen. Und eigentlich soll hier jetzt... Entschuldigung. Eigentlich soll hier jetzt Flieder rein, aber mir gefällt das Flieder mit so gerade mit der Verbindung mit diesem Gelb nicht so. So Flieder und Gelb sind so Farben, die ich persönlich nicht so in der Mischung mag eigentlich. Ich bin jetzt noch am Überlegen, ob ich das hier jetzt vielleicht so altrosa, so ein ganz pastelliges Altrosa reinmache oder ein ganz starkes dunkles Pink oder ein Blau-Lila oder vielleicht sogar so ein weißes Blassblau. Ich bin mir noch nicht so sicher. Erstmal werde ich alles andere hier ausfüllen und dann muss ich mich entscheiden. Und das hier unten ist ein Water Lilies oder... Es ist auf jeden Fall ein Seidengarn, das Evergreen heißt. Das habe ich hier unten verwendet. Da soll eigentlich auch so ein helles Blassgrün rum. Und ich finde dieses Dunkelgrün, dieses bläuliche Grün total schön. Und da habe ich mir jetzt die Freiheit genommen und das Grün einfach ausgetauscht und möchte es ein bisschen, die Farben ein bisschen stärker und kräftiger haben, als sie vorgegeben sind. Das ist mein Chatelaine. Es wird jetzt wieder öfter zu sehen sein. Ich habe jetzt die Motivation gefunden. Es fehlt mir nur noch die Farbe für diese Blüten und dann fehlt mir noch ein Garn, das kaufe ich mir jetzt. Und die Konversion mit allen Austauschgarnen werde ich irgendwann mal euch hochladen, falls ihr da Interesse dran habt. Aber es macht großen, großen Spaß, an diesem Werk zu arbeiten. Das ist übrigens 32 Count und mit zwei Fäden über ein Loch praktisch. Ja, habt ihr das auch mal wieder gesehen, ne? So. Bevor ich zu Haul komme, zeige ich euch vielleicht zwei Sachen kurz. Meine Gecko Rouge Bestellung ist angekommen und meine Güte, waren die schnell. Ich habe letztes Mal ja ein paar Wochen warten müssen und dieses Mal habe ich, glaube ich, gewartet. Auf drei Kits, anderthalb Wochen. Unglaublich schnell. Die verschicken jetzt mit FedEx Express. Das Ding kam drei Tage, nachdem es aus England verschickt wurde, kam das hier an. Richtig mega, dafür sind die Versandkosten auch etwas teurer geworden mit 25 Euro. Also ist es nun mal. Ich habe mal mit Glenn geschrieben gehabt, als ich meinen Gutschein umgetauscht habe und er meinte so, sie haben dadurch, dass sie so günstige Versandkosten hatten und die ganzen Rabatte, deswegen wurde ja der Gold Club auch ein bisschen schlechter gemacht, in Anführungszeichen, weniger krass lohnend, weil sie echt ins Minus teilweise verkauft haben. Und ich muss sagen, auf den ersten Blick denkt man, okay, 25 Euro ist voll teuer und dann denkt man, okay, so ein Kit mit 100 Euro ist auch voll teuer und dann rechnest du dir mal alle Garne und das Stickmuster und den Stoff zusammen und dann merkst du, es ist selbst bei Vollpreis deutlich billiger, als wenn du es selber mit DMC kitten würdest. Von daher sind die Preise echt, echt in Ordnung und die wollen da uns nichts abledern, sondern sie müssen einfach ihre Kosten decken. Diese zwei Nidelmeinde habe ich mir jetzt bestellt mit meinen Kits. Und das sind nicht passende zu meinen Kits, sondern Kits, wo ich dachte, die wollte ich vielleicht bestellen. Aber ich tue es vermutlich nicht. Und dann dachte ich mir, dann kann ich mir wenigstens die Nidelmeinde passend dazu bestellen. Das sind diese Magnete, die man auf den Stoff machen kann, um da seine Nadeln drauf zu tun. Nun, das Blöde dabei ist, sie haben auch die Qualität der Nidelminder verändert und da bin ich wirklich enttäuscht, weil die Magnete kleiner geworden sind. Und ich zeige euch jetzt mal, das ist übrigens die kleine Größe mit 38 mm, die meiner Meinung nach voll ausreicht. Das ist der erste Nidelminder, den ich von denen hatte, von meinem Sandman. Und da sah die Rückseite noch so aus. Und zwar ist der Magnet hier, der hinten drauf ist. Jetzt habe ich da die Nadel dran. Der hat diese Größe. Und mir kommt es so vor, dass der größer und stärker ist als der in den neuen. Und die neuen sind jetzt echt deutlich schwächer, weil ich glaube auch der Magnet, der im Deckel ist, ist auch nicht mehr so stark und so groß wie die alten. Und das ist jetzt echt ein bisschen enttäuschend. Also sie sind okay, sie halten die Nadeln, aber der hier war auf jeden Fall besser.
Also ich würde mir da jetzt erstmal keine Niedelweine holen, aber ich meine, passt trotzdem, ja. Das ist, die halten die Nadeln schon. Sie tun ihren Dienst, aber halt, der war mega, der war richtig mega. Nur das so zur allgemeinen Information. So, jetzt kommen wir mal kurz zu den Challenges für nächstes Jahr. Ich will nächstes Jahr Challenges machen, alleine weil ich immer noch enttäuscht bin, dass ich so mit Gamer nicht so gut dabei bin. Und ich hole euch mal ein bisschen näher ran. Hätte ich vorhin schon machen sollen. Aber ja. Dann hätte ich nicht so blöd rumfuchteln müssen. Also, was haben wir? Challenges. Ich will nächstes Jahr 2 Challenges machen. Eine eher so halbherzig und die andere so gut es geht. Was mir da vor allem bei im Kopf hängt, ist, viel auf Bike an Gamer zu schaffen und ein bisschen eine Motivation zu haben, mich doch nochmal ein Stündchen abends hinzusetzen, auch wenn ich es nicht machen würde, und doch nochmal 100 Stiche irgendwie da reinzupacken, damit ich mein Ziel von 50% auf Gamer nächstes Jahr schaffe. Ich habe es ausgerechnet, ich brauche ungefähr 1000 Stiche im Monat Minimum, um dieses Ziel zu erreichen, jeden Monat an Gamer. So. Dann dachte ich, okay, vielleicht kennt ihr Magical Stitches. Viele Flosstuber, die ich schaue, sind bei Magical Stitches schon die ganze Zeit dabei gewesen. Und ich hole mal meinen Chatelaine nochmal. Dann habt ihr da wenigstens was zum Angucken, solange ich euch hier voll quatsche. Ja. Und viele haben über Magical Stitches geredet und ich habe ja meine Challenge ausprobiert für mich, aber das hat dann irgendwie nicht so funktioniert, wo ich so gesagt habe, okay, ich will diesen Monat so und so viel schaffen, und dann hatte ich plötzlich gar keine Lust mehr, weil es dann irgendwie so ein Zwang war und das fand ich blöd, und dann dachte ich, okay, Challenges sind nichts für mich. Jetzt dachte ich mir, jetzt probiere ich es doch mal, weil irgendwie bin ich ja schon neugierig. So, jetzt komme ich zu Magical Stitches. Also dieses Jahr ist das Thema Percy Jackson und ich habe mich eingetragen, angemeldet und werde mitmachen. Um mitzumachen, muss man einen Bogen ausfüllen, wo man sich einträgt, wie viele Stiche man ungefähr in der Woche sticken kann. Und da habe ich mich realistisch eingeschätzt, so 500 bis 1000. Also ich schaffe auch manchmal nicht 500, aber das war so die kleinste Kategorie, die man dort hat. Das würde ich schon hinbekommen. Manchmal sind es wirklich nur 500. Manchmal sind es auch über 1000. Also im Schnitt wird es schon passen. Dann werden die Leute auf verschiedene Häuser aufgeteilt. Wie bei Harry Potter, die Häuser, gibt es dieses Mal 3 Gruppen, so wie ich das verstanden habe, aus dem Percy Jackson. Es geht irgendwie um Titanen, um Götter und irgendwie um so Krieger oder so. Ich habe mal diesen Film gesehen, den fand ich irgendwie total schrecklich, aber die Bücher sind ja vielleicht besser. Habt ihr Percy Jackson gelesen und könnt was dazu sagen vielleicht? Auf jeden Fall ist es ja auch egal. Ihr werdet in ein Haus zugeteilt und diese 3 Häuser kämpfen gegeneinander mit Kreuzen, also mit Challenges. Es gibt wöchentliche und monatliche Challenges und eine Jahreschallenge. Und dann kann man eben Punkte sammeln, wenn man so eine Challenge macht. Also zum Beispiel Sticke an Projekt XY mit 500 Stichen und dann kriegst du ganz viele tolle Punkte für dein Team einfach. Und so läuft es dann ab. Und sie haben aber extra vorne dran geschrieben, wenn ihr mal einen Monat nicht könnt, ist es nicht schlimm. Wenn ihr mal eine Woche zwischendurch immer wieder ausfallt, ist es nicht schlimm. Macht euch keinen Kopf. Es soll Spaß machen, es soll motivierend sein. Und ich gehe da jetzt so dran. Ich suche mir einfach die machen immer extra ganz viele Challenges. Sie sagen auch, wir machen so viele Challenges. Also es ist fast nicht möglich, alle zu schaffen. Das ist auch nicht das Ziel, sondern man soll sich was aussuchen, was einen eben anspricht, und dann kann man basierend darauf sich was aussuchen und dann die Challenge sticken und kommt halt schneller voran mit seinen Projekten. Genau, und da habe ich mich jetzt angemeldet und bin gespannt und bin super fasziniert. Da sind ja echt 2.500 Leute drin und jeder muss seine Alben hochladen und jeder muss ein Formular ausfüllen, damit die Leute dann aufgeteilt werden. Und die Gründer machen das ja freiwillig und da gehen Stunden und Stunden drauf, um das alles auszuwerten. Und es gibt inzwischen auch viele freiwillige Helfer, aber alleine ein Teil von dieser verrückten Aktion zu sein, das würde sich für mich schon lohnen.
einfach mal damit zu machen, weil es ist, wenn ihr da reingeht und euch das anguckt und durchlest, was die so machen, es ist echt richtig, richtig, ja, überwältigend, würde ich sagen. Also bin ich echt gespannt drauf. Die zweite Challenge läuft nur so nebenher für mich, aber das ist vielleicht was für viele von euch. Und zwar ist es die Whip Go Challenge von Jessie Marie Does Stuff. Ihr findet die Gruppe dazu auf Facebook, die heißt irgendwie Whip Go, WIPGO. Und das ist ein Bingo-Spiel über das ganze Jahr hinweg. Ich habe es euch mal aufgezeichnet, um das besser zu erklären. Und zwar macht ihr euch so ein Brett. Ich weiß nicht, ob das jetzt genau richtig ist. In der Gruppe gibt es dann die richtige Vorlage und Erklärung. Und ihr macht euch so ein Board eben und ihr schreibt in jedes einzelne Feld, schreibt ihr euch ein kleines Ziel. Zum Beispiel hier eine Stunde an diesem und jenem arbeiten oder eine Woche lang an Projekt Z arbeiten oder eine Seite fertig machen auf Projekt Y oder ein neues Projekt starten oder ein Projekt beenden, eine Farbe beenden. Also ihr könnt euch aussuchen, was ihr wollt, was so eure Ziele sind für das Jahr. Ihr könnt euch so kleine Zwischenziele hier drauf machen oder eben eure Starts oder was auch immer. Das wird nicht vorgegeben. Und dann wird jeden Monat in der Gruppe werden zwei Blöcke aufgerufen. Also zum Beispiel im Januar, sie würfelt das dann oder macht es per Zufallsgenerator und sagt dann, okay, im Januar gibt's I1 und G5 und das sind dann praktisch eure zwei Ziele, die aktiv sind. Ihr müsst die nicht in diesem Monat schaffen, ihr markiert sie euch aber, dass sie praktisch jetzt, kann man jetzt umranden, manche malen Symbole rein oder so oder malen es an oder so, dass die jetzt aktiv sind und daran könnt ihr ab jetzt arbeiten. Und sobald ihr dieses Ziel fertig habt, wird es gelockt. Dann könnt ihr, sobald ihr ein Bingo habt, also so schräg oder eine gerade Linie oder eben so oder so, könnt ihr oder eine Spalte komplett voll habt mit fertig vollendeten Projekten, die auch aufgerufen wurden schon, dann habt ihr ein Bingo und dann könnt ihr euch zum Beispiel Ziele hier, das wird auch am Anfang festgelegt, zum Beispiel bei einem Bingo neuer Start oder ich kaufe mir ein Heaven und Earth oder ich kaufe mir dies oder jenes oder ich gönne mir was oder überhaupt, ich nehme eine Woche Urlaub, was weiß ich. Und dann kann man sich noch eine zweite Belohnung eintragen, wenn man das ganze Board am Ende des Jahres geschafft hat, könnt ihr euch eine richtig dicke Belohnung ausdenken, zum Beispiel für 200 Euro Stickmaterial kaufen. Ich habe bei vielen gesehen, ein Chatelaine-Kit kaufen und man spart das ganze Jahr drauf. Und wenn man sein komplettes Board am Ende des Jahres mit allen Aufgaben fertig hat, dann gönnt man sich das. Und das finde ich eine schöne Idee, weil ihr müsst die Aufgaben nicht im Monat fertig machen, aber ihr bekommt eben den Bonus für ein Bingo, wenn ihr das geschafft habt und dann könnt ihr euch einen Wunsch erfüllen. Und das ist eine sehr entspannte Challenge. Es ist ein sehr schöner Tracker für die Ziele, die man sich fürs Jahr setzt und man hat ein bisschen Spaß in der Gruppe. Ihr könnt es aber natürlich euch auch komplett für euch machen und malt es auf Zettel, schmeißt es in eine Schüssel und zieht eben daraus eure monatlichen Felder, wie ihr mögt. Aber ja, finde ich eine sehr schöne Idee, das werde ich werde mir so ein Brett auch machen, aber das ist erst so zweitrangig, als erstes kommen die Challenges eben von der Magical Stitches Gruppe, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich nach 2 Monaten Magical Stitches sage, okay, ich kann das nicht durchziehen, das stresst mich total, ich habe keine Lust mehr am Sticken, dann kann man immer noch aus Magical Stitches austreten, es gibt dann genug Wartelisten, wo Leute dann nachrücken in dein Team. Und dann werde ich mich an WhipGo halten. Das ist so mein Schlachtplan für das kommende Jahr. Einfach nur kein Stress. Es ist ein Hobby, aber so ein bisschen Spiel und Spaß ist ja eigentlich auch ganz witzig. So, jetzt endlich. Jetzt kommen wir zu meinem Haul. Und zwar als erstes, bevor ich euch die Gecko-Kits zeige, ich weiß, ihr wartet da schon drauf, blende ich euch kurz ein. Und zwar gab es diese Woche natürlich mit die Black Friday-Woche. Ich versuche das so gut wie möglich zu boykottieren. Aber ich habe mir von meiner Wunschliste auf Etsy bei Night Spirit Studio, das blende ich euch jetzt hoffentlich ein, 4 Stickmuster gekauft. So ein Lesezeichen, was ich wahrscheinlich rahmen werde.
Dann hatte ich noch, genau, diesen Sarg mit den ganzen Zauberutensilien drin. Den fand ich ganz süß. Und es sind halt auch mal kleine Projekte wieder. Die möchte ich alle starten nächstes Jahr. Ich will nächstes Jahr richtig verrückt durchdrehen mit meinen Starts. Das auch schon mal vorneweg. Und neues Heaven und Earth, 1 bis 2, neue Gecko-Packung. Ich will einfach alles starten und Spaß haben. Und ja. Dann Please Don't Summon Demons in the Bathroom. Also bitte keine Dämonen im Badezimmer beschwören. Das fand ich ziemlich witzig. Und mein Freund ist Western-Fan. Deswegen auch dieses coole Skelett unter der Glocke. Das ist das. Das sind die. Und jetzt komme ich endlich zu meinen Gecko-Kids. Ja. Und zwar ist das einmal als erstes Imperator von Medusa Dollmaker. Ich habe sehr lange darüber nachgedacht, ob ich mir dieses Kit hole. Ich werde ja im Januar aus dem Club austreten. Ich werde alles deabonnieren, was es von Gecko Rouge im Internet gibt, damit ich nicht traurig bin, was ich alles verpasse. Aber ich habe jetzt 5 Kits und im Januar hole ich mir ein 6. Kit und dann habe ich Gamer noch. Das heißt, ich habe 7 Kits. Stimmt das? Nee, ich habe Gamer, die Hexe, den Sandman sind 3, dann diese 3, ja, und im Januar hole ich mir noch das 7., das ist die Folk Witch mit meinem letzten Gutschein, dann trete ich auch aus dem Club und will einfach nicht mehr wissen, was ich bei Gecko alles verpassen könnte, weil dann habe ich wirklich genug und ich habe mir jetzt sehr lange überlegt, was meine Lieblingsprojekte noch sind und die hier war eigentlich nicht eingeplant, sie ist von Mad Max, die Schauspielerin. Ich fand den Film cool und ich finde das Design von ihr auch cool. Sie ist so badass mit den kurzen Haaren und der Schminke und so. Finde ich toll. Und sie hat hier so eine Prothese, die ihr im Kampf sie mal, oder ja, ich weiß nicht mehr genau, wie das war. Auf jeden Fall gibt es hier ganz viele Filmreferenzen drin, versteckt. Die habe ich mir geholt. Das sind die Farben. Ich habe jetzt alle auf 28 Count bestellt und ich bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt schon bereue oder nicht. Die Stickmuster habe ich als PDF mir schicken lassen. Jetzt muss ich mal gucken, meine Kamera geht gleich aus. Ich gucke mal, ob ich mit euch noch die Sachen aufmachen kann. Nummer 2 ist Bohemia. Die wollte ich auf jeden Fall haben. Das ist mein zweitliebstes Motiv von Medusa Dollmaker. Ich liebe diese ganzen Details hier. Sie hat hier im Geweih so Muscheln und Sterne hängen. Und hier sind so Fischschwärme, die um sie rum schwimmen. Und hier, ihr Kleid ist schön. Ich finde diese Farbkombi wunderschön. Und sie ist echt groß. Sie ist nochmal einen Ticken größer sogar als Gamer, was mich echt überrascht. Also sie ist 402 x 560 und auch auf 18 Count. Aber sie will ich wirklich versuchen, mit halben Kreuzen zu machen, weil viel Hintergrund. Auch das hier ist relativ simpel. Ich habe mir das Stickmuster schon angeschaut. Schwierig wird es nur hier. Aber auch ihr Kleid ist sehr viel Flächen. Ihre Haut ist sehr viel Fläche. Diese Nacht hier im Hintergrund ist viel, viel Fläche. Fläche, Fläche, Fläche. Sie hat nicht ganz so viele super kleine, feine Details. Hier wird es wahrscheinlich manchmal ein bisschen kritisch. Aber das sind nur kleine Bereiche. Und die will ich jetzt auch mal anfangen. Vielleicht Anfang nächsten Jahres als neuen Start. Mit halben Kreuzen und auf 28 Count. Ich bin gespannt. Wenn vielleicht ändere ich ja meine Meinung und hasse 28 Count, dann ist es so. Und Nummer 3 ist das Gold Club Exclusive aus dem Gold Club von Gecko Rouge. Und das ist die Motte. Und um die bin ich schon so lange rumgetingelt. Und als sie rauskam, dachte ich, ach nee, ach vielleicht doch, ach nee, ach vielleicht doch. Und dann dachte ich, ich habe jetzt so lange darüber nachgedacht. Bei manchen anderen Kids ging es mir so, da dachte ich, boah, voll cool, da kam auch so eine Fledermaus raus. Aber die Farben haben nicht so 100% gepasst für mich. Aber bei der bin ich echt hängen geblieben. An die habe ich immer wieder gedacht, ach, hätte ich doch bloß die Motte. Ich mag auch diesen Mond und ich mag ganz arg dieses Farbspektrum von dunkelblau zu grün. Das passt sehr, sehr gut zu meinem Wohnzimmer. Mein Wohnzimmer ist sehr mit von der Deko her mit dunkelblau, dunkelgrün und lila dekoriert.
da passt die halt toll dazu und sie ist auch nicht so groß mit 226 zu 283 Stichen. Und ich hatte sie eigentlich auch als halbes Kreuze-Projekt geplant, weil ich dachte, hier ist sehr viel Hintergrund. Aber ich habe mir das Muster angeschaut und um Himmels Willen, es ist so viel, Konfetti. Das heißt, ich werde hier den Stoff nochmal ändern müssen, aber ich werde ihn sicher auch den kleinen 28 Count für ein anderes Projekt benutzen können. Das ist dann halt so. Hier seht ihr die ganzen Farben. Und ich sag euch jetzt schon mal, habe ich irgendwas vergessen? Ich habe euch die vier Patterns gezeigt. Ach ja, ich wollte euch jetzt noch kurz zeigen, kurz sagen, was ich jetzt vorhabe fürs nächste Jahr. Und zwar will ich am Ende des Jahres ein richtig krasses Video machen mit super viel Editieren, ganz viel Vorher-Nachher vergleichen. Und ich will vor allem das Video auseinandernehmen, was ich letztes Jahr um diese Zeit gemacht habe. Ich werde darauf reagieren, was ich für Pläne hatte letztes Jahr. Ich werde euch den Vergleich zeigen, wie meine Projekte letztes Jahr aussahen und wie sie im nächsten Jahr aussehen werden. Da bin ich super gespannt drauf. Und ich werde mir richtig, richtig viel Mühe machen, das zu einem richtig epischen Jahresabschluss zu machen. Dann würde ich gerne mein Heaven und Earth, was ich als nächstes geplant habe, mit euch kitten und die Garnkarten dafür machen. Das wird ein eher ruhiges Video dann sein. Ich will immer noch das Parken-Video machen, aber es ist wirklich so schwierig und umfangreich, das alles zusammenzutragen und zu planen, dass es verständlich ist, weil es so viele Methoden gibt und Variationen. Das wird aber auch noch kommen. Und genau, ich will auch vielleicht noch andere Projekte mit euch zusammen kitten, wo ich die Garne zusammensuche und das alles so schön zusammentrage. Sowas gucke ich selber gerne, deswegen wollte ich das für euch auch gerne mal machen. Und vielleicht mache ich noch ein bisschen was über mein Planer-Videos zum Sticken, also wie ich meine Projekte tracke und was ich mir da für Übersichten mache in meinem Planer und was für Tracker. Und Zelda muss ich auch noch Garnkarten für machen, da mache ich vielleicht auch noch ein Video dazu. Und dann habe ich noch zwei Paco-Organizer aus China bestellt und die kommen dann auch noch. Da werde ich dann mein Chatelaine und mein neues, vielleicht werde ich mein Dimension Scarlet Wizard starten und meinen Engel mal ein bisschen auf die Pausenbank schieben, weil es so ein altes Projekt und irgendwie ist es cool, aber ich bin nicht überbegeistert damit und ich schleife jetzt halt so viele alte Projekte mit mir rum. Und dann dachte ich mir, warum mache ich mir den Stress? Ich werde vielleicht so eine, wenn ich so viele Sachen nächstes Jahr starte, so eine Vorderbank und Rückbank starten. Dass ich die Vorderbank sind die, wo ich aktiv dran arbeite. Und die Rückbank sind so Projekte, wo ich mir selber aktiv sage, du musst die nicht fertig machen, du musst da nicht dran arbeiten. Und irgendwann wird vielleicht der Tag kommen, wie jetzt mit meinem Zelda, wo ich sage, boah, jetzt habe ich so richtig, richtig Lust drauf und es ist nicht so, oh, ich sollte das auch mal fertig machen, weil das ist ja eigentlich nichts in der Sache. Genau, das ist zu meinen Plänen. Ich verabschiede mich jetzt schon mal von euch, sage euch vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und solange meine Kamera nicht den Geist aufgibt und die Batterie stirbt, packe ich mit euch noch kurz ein Kit aus, aber nur für alle Fälle, weil ich nicht weiß, wann sie aufhört, packen wir jetzt mal vielleicht Bohemia zusammen aus. Knister, knister. Achso, das wollte ich euch auch noch sagen. Vielen, vielen Dank für eure Kommentare. Es ist so krass, wie viele von euch mir schreiben, wie viele von euch immer wieder unter den Videos am Start sind. Es ist so schön von euch zu lesen, auch wenn wir einfach nur mal kurz irgendwie über ein Thema quatschen. Es ist so toll, mit euch zu reden. Danke für eure Unterstützung. Danke wirklich, dass ihr jedes Mal wieder zurückkommt und mein Video schaut und kurz Hallo sagt und sagt, dass ihr da seid. Ihr habt keine Ahnung, wie viel mir das gerade bedeutet. Es sind für uns alle schwierige Zeiten und jeder fühlt sich irgendwie isoliert und man sieht seine ganzen Freunde nicht mehr. Und das ist einfach so viel wert, von euch zu lesen und immer wieder eine Nachricht zu bekommen und einfach zu sehen, dass man irgendwie gesehen wird. Da bin ich ganz ehrlich, natürlich ist es so, jeder möchte gerne, wenn man so Arbeit da reinsteckt, natürlich auch gesehen werden. Und ich danke euch so sehr dafür, dass ihr eure Zeit mit mir teilt. Das ist wirklich toll. Das sind jetzt die... Oh,
Das sind die Farben für Bohemia. Ich kann es nicht erwarten, hier anzufangen. Gehen wir mal die Farben kurz durch. Es sind, mal gucken, wie viel, es sind bestimmt wieder 99 Farben, die Gamer. Ich sag's euch. Hier haben wir die Grautöne. Ich mache übrigens gerade so ein kleines, so ein bisschen was auf Instagram mit Hörbüchern. Ich will euch motivieren dazu, Hörbücher zu hören. Falls ihr eine Idee habt, wie man da eine Challenge oder irgendwas Lustiges draus machen können, dass wir uns alle ein bisschen gegenseitig anstacheln, sagt mir gern Bescheid. Ich habe mich jetzt mit Brandon Sanderson beschäftigt und möchte gerne alle seine Bücher durchlesen und habe noch so viele Guthaben auf Audible. Schreibt mir bitte in die Kommentare, wenn ihr auch zu viele Guthaben noch auf Audible offen habt und irgendwie nicht dazu kommt, sie alle zu benutzen. Ich habe am Anfang, dachte ich immer, oh, ich muss total sparsam sein, weil dann will ich ja eine ganze Serie durchhören und dann habe ich nicht genug und dann muss ich die kaufen und dann ist das Abo blöd und ach, keine Ahnung. Und dann habe ich mir irgendwie nie meine Guthaben eingelöst und das will ich jetzt ändern. Und ich habe jetzt schon jemanden, ich lese gerade Nebelsturm. Habe ich den Buchtitel jetzt schon wieder vergessen? Das ist bei Audiobüchern so, man sieht das halt nicht so, Sturmklänge irgendwie so. Das ist ein Standalone-Werk. Das ist Magie und Fantasy und ein bisschen Mythologie und einfach Fantasy, aber mit Twist, mit eigener Welt und eine sehr leichte Kost, finde ich, aber nicht blöd oder primitiv, sondern wirklich sehr schlau alles ausgedacht. Falls ihr da mitlesen wollt bei Brandon Sanderson, dann seid willkommen, meldet euch bei mir auf Instagram. Wir haben uns jetzt überlegt, dass wir einfach so bei uns nach einem Drittel von einem Hörbuch einfach gegenseitig melden, einfach schreiben, ich bin jetzt bei Kapitel 55 und ich finde das Buch bla 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 voll gut oder mich stört das oder bisher voll langweilig oder dies und jenes ist mir aufgefallen, was ich voll die gute Idee fand und so. Einfach nur ganz kurz, dass man halt so ein bisschen sich austauscht und so ein bisschen so einen kleinen Schubser hat, dass man es hört. Ohne Druck oder so, ohne dass man jetzt aufholen muss, aber einfach nur so,